Ach ja. Ah ja, die Pest. Mach ich Ein denn gerade? Schneemann. Mach ich denn jetzt? Ich nehme mal nicht auf. Momentan bei mir sowieso, ja. Noch Stagnieren. mehr Schnee, Ich habe Männer. so viel Schnee, ich kann das stundenlang machen. Nicht, dass ich das schon getan hätte mit dem Handy die letzten Folgen. Die töten? Ja, und dann kriegst du zwei Schneekugeln. Okay. Wo seid ihr gerade? Nee. In Henne und meinem neuen Schneemann-Kürbis-Imperium. Welches wo ist? Ja, direkt hinterm Haus, wenn du quasi aus dem Haupteingang raus und dann an dem Zuckerrohr vorbei in Richtung deiner Hütte gehst. Hier liegt Schnee auf der AIDA. Nicht nur da. Gar nicht auf der AIDA. Ja, natürlich auf der AIDA. Wo denn sonst? Jetzt mal. Ich habe gesagt, ich war noch nicht auf der AIDA. Schön im Zickzack ist der Schneemann gelaufen. Sieht lustig aus. So. Lassen wir das mal so Nein, stehen. oh, das gibt's doch nicht. Was? Da steckt da ein Huhn in dem Bahnhof, in der Lore, der Ach, dich jetzt gerade wieder zurückgeschleudert hat. das Lorenhuhn. Was, das Lorenhuhn ist wieder im Bahnhof gelandet? Das ist ja cool. Oh Mann. Oh, toll, auf der AIDA, hier war ich doch eben erst. Und das für ein Scherz. Ja, jetzt muss ich hier laufen. Pack denn da ein Huhn in die Lore? Das ist auch cool. Das war so lustig. Henno und ich Nein, oh, sind oh, unabgesprochen oh, gleichzeitig runter in den Bahnhof gelaufen aus zwei verschiedenen Seiten und haben gleichzeitig laut hat's angefangen zu lachen, weil da ein Huhn in der Lore saß. Und dann haben wir es halt mal auf die AIDA geschickt. ah, der Schnee. Ist noch akzeptabel. Ja, es hat halt, ich habe die ganz am Ende, von der Aufnahme dahingestellt, in der du früher weg bist, weil du einen Braten in der Röhre hattest. Du hast Und gehofft, dass sie das ganze Deck voll machen. dann, ja, war eigentlich der Plan. Und dann hat man ziemlich direkt aufgehört und beim Wiedereinschalten der nächsten Aufnahmen hat es direkt geregnet und damit waren sie dann tot. Ja klar, ich glaube, die halten Regeln gar nicht, gell? Nein. Was passiert? Rhythmiker ist Hühnchen! passiert. Das Hühnchen ist stärker als du. Jetzt ist meine Lore weg, dann nehme ich halt die Lore vom Hühnchen, so. Nicht das Hühnchen! Doch. Selbst dran schuld. Da war's tot. Nö, aber die Lore ist weg. Also das Hühnchen ist nicht mehr in der Lore. Schnee befreien hier oben. Mist, das Huhn ist weggelaufen. Jetzt wieder in die Lore schubsen, aber ist davon gehüpft. Was ist denn jetzt? So. Huhn? Das ist das Huhn. Kann's bitte mal Tag werden, kann's bitte mal Tag werden, dass wir mit der Aufnahme anfangen können. Ach, warum? Lienchen ist doch gar nicht da, die wollte doch auch kommen. Wie denn? Will die etwa noch hier leben? Glaub's ja nicht. So, meine Damen und Herren. Läuft doch. Zurück. Statistiken. Erfolge. Hätte gern wieder ein schönes Penis auf 3. 1, 2, 3. Vagina. Gut, danke. Und dann können wir anfangen. Scheidenpilz. Mit diesem Scheidenpilz einen wunderschönen guten Tag in der neuen Folge von Minecraft mit mir auch mal wieder. Und ich bin auch mal wieder am Start. Und man sieht auf meiner Seite aus. Der Kohli und der Rhythmiker ist auch da. Ja. Und Ja, auch Freunde, das das Huhn war's. in der Lore. Und das ist eine Lore, was dem Kohli schon gewisse Bauchschmerzen bereitet. Damit halt Wirklich, nicht mehr Tofi. krummeln. Er hat es gegessen, glaube ich. Hundchen. Hundchen. Ja, Hundchen haben wir jetzt auch. Ganz Sonst ja, wäre ich ich nicht weiß, mehr das habe ich hier. schon mitbekommen.
Und sie, Hundchen. Und sie hören alle nur auf mich. Und ein Schneemann wartet durch. Das ist so geil. Du musst dir das mal. Wenn ihr vorhin geguckt habt, habt ihr ja gesehen, dass die ein bisschen mit Schnee gespielt haben. Du musst dir das hier oben angucken. Hier ist ein Traum. Die ganze Bude ist weiß, in allen Stockwerken. Stimmt, geil. Besonders schön sieht's beim Timo im Apartment aus. Oh nein. Da ist es am konsequentesten. Ah, nichts Schlimmes. Ja, mal gucken. Überall Schnee. Ja, der Winter ist eingebrochen bei uns, die letzten Folgen. Ja. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Auch gar nicht so schlecht. Ja, es ist halt kalt geworden. Ja, es wird hier warm und im Minecraft wird es halt kalter und es ist immer andersrum. Mhm. Kennst du doch. Ich verstehe das ja nicht mit diesen Schneemännern. Oh, verstehst du denn? Was schießt du denn an denen nicht? Na, wo die alle herkommen. Verstehe ich auch nicht, das stimmt. Vielleicht sind es gar keine Schneemänner. Vielleicht ist es mal eine neue. Das kann natürlich sein. Jetzt läuft dieser blöde Schneemann ernsthaft hier über unsere Kürbis-Melonen-Plantage gesagt. Wer hat denn hier das Tor offen gelassen? Ich war's nicht. Scheiße. So, doch, es kann sein, dass ich es war. Ich bin da eben durchgelaufen. Ich gestehe diesen Fehler ein, wenn ich das war, soll sein gewesen bin. Naja, soll er mal, ne? Soll er mal. Der soll mal ein bisschen was erleben, weißt du? Mm. Den ganzen Tag nur Schnee und nichts anderes und ist fertig mit den Nerven und was weiß ich. Naja, es ist so schön nachvollziehbar, wo sie langgelaufen sind. Da unten macht einer den Friedhof weiß, auch schön. Ich mach's hier einen auf Detektiv. Und die Spuren im Sande. Die leben im Sand nicht gerne in der Wüste, oder? In der Wüste sterben sie. Ich wollte ja eigentlich auch in dein halbfertiges Glashaus ein paar Schneemänner setzen, aber die sind leider direkt draufgegangen. Yes. Deswegen nennt man das Glashaus des Todes. Ich könnte jetzt an unserem Tempel weiterbauen, aber der Henne hat sämtliche Netherquarz einstecken. Das ist ja, wie lange geht denn so eine beschissene Nacht? Das kann doch gar nicht sein, dass es immer noch Nacht ist, oder? Der Mond ist am Untergehen, bleib mal locker. Alles gut. Hallo Hasis. Was in so einem schönen Kaninchenstall noch fehlt. Ist ein Rammler. Schneemann. Genau. Tod dem Kaninchen. So, jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Normaler Stein. Sowas einstecken? Habe ich sogar einstecken. Das ist ja cool. Warum habe ich hier ein Ei einstecken? Das ist bestimmt vom Lorenhuhn. Das Lorenhuhn. Ist es unser Haushuhn gewesen, was da drin ist? Jetzt in Loren? Nee, das schwimmt doch immer noch bei dir oben im Pool rum. Achso, es lebt noch. Okay. Gut, wenn es Eis hat. Nicht, dass der das zu Eis macht, der Schneemann oben ins Wasser und dann das Huhn. Nee, stirbt. Nee. Das ist alles gut. Das Haushuhn darf nicht sterben. Bis zum Ende dieser ganzen Aktion hier am Leben halt. Dann gibt's was Neues. Hier ist ein Hausschwein oder so. Ach, Hausschwein hat doch jeder. Ja, aber ein Haushuhn stimmt ja. Irgendwann schalten wir doch mal die Monster ein und dann gibt's, weiß ich, ein Haus-Mini-Zombie vielleicht. Die Mini-Zombies finde ich süß. Hm. Also, was kommen die nochmal, die Mini-Zombies? Die stehen einfach so, gell? Ja. Diese Zombie-Schweine? Die gibt's nur im Nether. Und irgendwas ist hier durch den Spitzeinschlag, oder? Ja, da gibt's auch. Es ist so, wenn. Wie war denn das? Wenn ein Blitz in einen Schwein einschlägt, wird's zum Zombie-Schwein oder so. Sowas komisches gibt's da auch, ja. Schon mal gehabt? Nö. Ich hatte allgemein noch nie irgendwelche weltbewegenden Blitzeinschläge. Ja. Es soll da ja jemanden geben, der da fürchterlich Panik vor hat, aber. Ja, da gibt's einen. Die kenne ich auch. Sieht gut aus. Junge dynamisch gut aussehend. Echt? Kevin? Ein schicker Typ, ja. Doch, der, ja, doch. Der hat was, ja. Ja, ach. Okay. So, dann widme ich mich halt mal etwas anderem. Baum zum Beispiel. Was? Baum? Zum Beispiel Baum. Ja, Baum. Ach so. Nee, Friedhof. Was haben wir denn jetzt hier? Was kann ich denn mal machen? Ich habe irgendwie überhaupt keinen Überblick mehr. Dann müssen wir das. Den habe ich auch momentan nicht. Mhm.
Ich baue schick an der Spitze der Ida weiter. Ohne. So. Linchi macht ja die Zimmer da fertig gerade. War schon sau weit geworden. Geworden. Komm, meine ich. Das habe ich gemacht, okay. So. Oh, man merkt doch nicht, dass wir alle heute müde sind, oder? Ich bin nicht müde. Du hast einfach gestern wieder zu viel gefeiert und gesoffen. Nein, ich war müde. War gestern echt lustig, ey. War echt lustig. Kannst du dich noch dran erinnern überhaupt? Ja, alles. War echt lustig. Ich werde mit rosa Haaren auftauchen bald. Da gibt es sogar einen Videobeweis, dass du das gesagt hast. Ja, ich weiß. Den habe ich heute Morgen auch gesehen. Sieht echt aus wie eine Leiche. Ja. Aber eine hübsche Leiche. Habe ich auch nochmal betont. Naja. Gut. Eine attraktive Dampe. Naja. So, Kinder, dann haben wir das doch hier schön. Ich weiß gar nicht, wo ich hier muss. Ja. Ein bisschen bauen wir noch hoch. Ja, die ganzen Suiten rein. Na. Brauchen wir gerade irgendwas an Material? Bestimmt. Ich weiß noch nicht was. Gut. Und dann die Problematik. Du hast mir damit sehr weitergeholfen. Ja, das habe ich mir gedacht, ja, aber. Nicht was, um Gottes Willen. Ach, das gibt's doch nicht. Diesen Poolstein brauchen wir zum Beispiel. Der ist aber schwer zu bekommen, glaube ich. Was für ein Stein? Den du für einen Swimmingpool vorgeschlagen hattest. Ich weiß nicht, wie groß der Pool ist. Ein bisschen was habe ich mitgebracht. Achso, ein 64er Stack. Das könnte zu wenig sein, aber das zu holen, das ist ein weiter Weg. Ich kann mir vorstellen. Oh, was ist denn das hier für eine Gruft? Der Tempel? Ja. Das wird der Schneemann-Tempel, weil die ja im Regen immer sterben, haben wir einen Schneemann-Tempel gebaut, wo die dann alle drum rumlaufen können. Ihr seid so bekloppt. War Cash eigentlich dabei, Nick, letztes Mal bei der Aufnahme? Ja. Ich habe nur eine gesehen, wo sie kurz dabei war, aber dann habe ich es nicht mehr gehört irgendwann. Dachte ich mir so, was ist da wohl passiert? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Nichts. Und warum ist in meinem Haus ein Schneemann? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Der ist da entstanden. Pflege ihn, das ist einer der ältesten Schneemänner, wenn nicht sogar der erste. Ich bring ihn um. Wie sieht das Wald, aus? Ey. Eis auf dem Ofen, das ist doch hier. Heute bleibt die Küche kalt. Kalte Küche beim Kohli heute. Guckt so traurig. So, das läuft doch. Gut. Dann benötigen wir noch. Was benötigen wir noch? Wir benötigen noch. Eine drauf. Weiß ja nicht. Wollen wir unten gucken. Aha, ist ja nicht. Zumindest erkennt man, was gemeint ist. Nein. Gott, bin ich müde. Was ist denn los heute? Ich will nach Frankfurt fahren. Sehr noch schön. Arbeiten? Ja. Das habe ich mir auch als gehört. Kannst du machen? Ja, kann ich. Okay, eklig. Das sagst du auch immer ja. Nein, ich wollte gerade sagen, wenn sie dich gefragt haben, hätte ich mal nein gesagt. Nein, oder ist jemand gestorben? Nein. Was hast du denn getan? Ich bin ganz schön hoch runtergefallen von der AIDA. Hoch runtergefallen?
Bin ganz schön weit oben, Entschuldigung. Na, hoffentlich hast du ein gutes Bett gehabt, zuletzt. Ja klar, direkt vor der Ida. Aber. Gut, dann lohnt es sich jetzt nicht hinzurennen und dein Zeug zu klauen. Nee, ich bin schon wieder da. Ah, Gottes Willen. Vor allem, ich habe richtig Zeit gehabt, im Flug zu schreien, weißt du, weil ich so weit oben gefallen bin. Hätten wir hier vorne den Bereich noch nicht komplett trocken gelegt, wäre ich jetzt noch am Leben gewesen. Tja. Toll, echt toll. So, erstmal wieder hier komplett anziehen, schön machen. Warum sind so viele Schneebälle dabei? So. Okay, alles wieder gut. Nur meinen ganzen Level verloren, aber okay, das ist noch verkraftbar. Ja. Brauchen wir eh nicht. So viele Diamanten haben wir jetzt auch nicht, die sie damit schmeißen könnten. Ach, wieso? Man weiß es nicht. Wieso mir und nicht dir? So, und dann da hoch. Krass, schon schön weit oben gefallen, ja. Dann konnte ich nicht mal irgendwie ausweichen oder so in dem Fall. Schon vorsichtig sein, da oben zu bauen. Hm. Mit Shift-Taste, ich weiß, bla bla bla. Emotionen voller Sanktionen. So cool, Junge, wie sieht's aus mit dem Zimmer? Immer noch weiß. Ja, ja, ich überlege gerade, ob ich ihn, aber ich glaube, ich lasse ihn am Leben. Habe ich halt eine kalte Hütte. Er hat sich verliebt in ihn. Kann mein Huhn Schlittschuh laufen. Und es klingt zumindest wie Teppich hier, wenn man drüber läuft. Das ist auch ganz nett. Spüre, Herz, Schmerz. Ja, man muss schon sagen, diese Schneemänner, die haben schon was Sympathisches irgendwie. So, das mal erledigt, habe ich mal wieder unseren Friedhof erweitert. Das wollte ich auch längst mal getan haben. Warum? Wer ist gestorben? Ei, Rudi ist ja verschwunden. War nicht mehr aufgetaucht. Nee. Und der größte Teil meiner Hundearmee ist auf dem Weg hierher zurück draufgegangen. Von anfangs 8 Hunden kamen gerade noch 2 hier in der Hütte an. War doch ein weiter Weg, ne? Ja. Und nichts machen. So, jetzt habe ich 2 Schilder übrig. Ne, ein Schild übrig, wollte gerade sagen. Warum hat er mir im zweiten gezeigt? Keinen Sinn. Was mache ich denn mit diesem Schild jetzt? Habe ich eigentlich. Du Scheiße, ist mein Inventar voll. Ist das abnormal? Bring schon mal die Wolle weg. Blau, 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 blau. Blau. Ein bisschen weiß brauche ich noch. Hallo Schneemann. Kannst du in irgendeiner Truhe noch scheren? Hier wird schwer. Die sind immer schnell leer gegangen. Ich kann die Holzrolle holen. Da ist noch eine. Also eine Scherentruhe hat mir, glaube ich, auch noch, aber die ist, glaube ich, leer. Ja, es gibt an der Wand massenweise Chaos-Truhen. Da findet man ab und zu auch mal eine Schere drin. Ja, immer schöne Sachen, das stimmt. Hallo Schneemann. Brauche ich einen Praktikanten, der die Chaos-Truhen immer aufräumt? Ja, wollte Linchen nicht auch kommen? Der Schneemann steht hier direkt vorm Kürbisbeet, als würde er seine Nachkommen beschützen. Stimmt, wo ist die eigentlich? Weiß nicht, die hat nicht mehr geschrieben, gar nichts. Keine Ahnung, was los ist. Blame it on me. So, ich glaube, es reicht erstmal in Höhe. Mal gucken, wie die anderen, wie hoch es insgesamt wird, und dann weiß ich auch den Rest.